Im Bundestag haben Männer die klare Mehrheit. Nur 30% der Abgeordneten sind Frauen. In den Vorstandsetagen der großen deutschen Unternehmen sieht es nach wie vor nicht viel anders aus. Und beim Geld, also der Entlohnung für einen richtig guten Job, hört die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bei uns im Land leider sowieso auf. Deswegen fragen wir mal ehrlich, sind uns Frauen weniger wert? Wenn Sie Erfahrungen mit dem Thema haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann kommen Sie in meine nächste Sendung. Die ist am 22. Mai. Schreiben Sie an mal-ehrlich@swr.de und wir sehen uns hier in Mannheim in der Alten Feuerbache. Bis dahin.